Manu, 54, und Conny Reimann, 67, sind mit ihrer Auswanderer-Doku Willkommen bei den Reimanns seit Jahren erfolgreich. Doch nun enthüllte der Wahlamerikaner, dass die Zuschauer längst nicht alles zu Gesicht bekommen. Die Reimanns, Conny Reimann lüftet Drehgeheimnis. Kaum ein Auswandererpaar ist so bekannt und beliebt, wie Manu und Conny Reimann. Vor 18 Jahren wagte das Paar mit seinen beiden Kindern den Schritt in ein neues Leben und wanderte von Hamburg in die USA, genauer nach Texas aus. Hier bauten sich die Reimanns eine neue Existenz auf und verwirklichten damit tatsächlich ihren persönlichen Amerika-Traum. Vor einigen Jahren hatten Manu und Conny dann aber allem Anschein nach genug von Texas und zogen mit Sack und Pack, allerdings ohne ihre beiden Kinder, nach Hawaii. Dabei ließen sich die Reimanns stets von TV-Kameras begleiten. Seit Jahren gehören die USA-Auswanderer fest zum deutschen Fernsehprogramm dazu. In der Vergangenheit zeigten Conny und Manu dabei allerlei intime Momente aus ihrem Privatleben, doch alles bekommen die Zuschauer vor den Mattscheiben längst nicht zu sehen. Conny Reimann spricht über nackte Tatsachen. In einem Instagram-Video auf dem offiziellen Account von Kabel 1 verriet Conny Reimann jetzt, wovon die Fans zu Hause nichts mitbekommen, wenn sie Willkommen bei den Reimanns schauen, und dabei geht es vor allem um nackte Tatsachen, normalerweise brauchen wir ja auch keine Badehose, so der 67-Jährige völlig ungeniert. Nackt baden, bei Manu und Conny Reimann offenbar an der Tagesordnung, aber nur, wenn keine Zuschauer vor Ort sind. Wir ziehen nur eine Badehose an, wenn wir Gäste haben oder wenn die Fernsehfuzis da sind. Ich kann doch nicht nackig hier herumlaufen, scherzt Conny weiter. Naja, können und wollen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Willkommen bei den Reimanns läuft seit dem 25. September 2022 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel 1 und auf Join.